Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Anlehnung an ein Zitat von Willy Brandt möchte ich sagen, Klimaschutz ist nicht alles, aber ohne Klimaschutz ist alles nichts. Wir erleben gerade, wie Angst vor einem Klimaschutzgesetz geschürt wird. Ich war vor 14 Tagen in London und habe mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Vereinigten Königreich gesprochen. Dort hat man vor 10 Jahren ein Klimaschutzgesetz in einem Allparteienkonsens beschlossen. Und dort wird Klimaschutz als Chance für grünes Wachstum und für eine grüne Industriepolitik gesehen. Und gerade wird dort das Klimaschutzziel von 80% im Jahr 2050 auf Klimaneutralität verschärft. Und an die Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Dort hat man einen Floorpreis im Emissionshandel eingeführt, weil man sich eben nicht alleine auf die Marktkräfte verlässt, sondern weil man sagt, man braucht eine Planung und muss den Preis regelmäßig anziehen. Deswegen an die Kolleginnen und Kollegen, die immer von der Planwirtschaft sprechen und mir gerade nicht zuhören. Kein Plan ist auch keine Lösung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man muss keine Angst vor einem guten Klimaschutzgesetz haben. Angst müssen wir vor dem menschengemachten Klimawandel haben. Und was ich da gerade wieder aus der Ecke dort ganz rechts gehört habe, das macht einem wirklich Angst. Aber es gilt das, was ich hier auch schon mal gesagt habe. Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, aber niemand hat ein Recht auf eigene Fakten. Und im Augenblick ist das gerade so, dass 550 Hektar Wald südlich von Berlin brennen. 550 Hektar. Und wer, das ist ja, natürlich hat das was mit dem Klimawandel zu tun, weil das genau das ist, was uns die Klimaforscher vorausgesagt haben, Extremereignisse. Aber wer nicht hören will, der kann auch offenbar nicht hören. Aber was wirklich klar ist, wer die Heimat schützen will und den menschengemachten Klimawandel leugnet, ist ein Leugner und verrät die Heimat. Und das ist unerträglich. Wir haben hier über den europäischen Emissionshandel geredet. Wir reden über einen Preis für CO2. Das werden wir ja vertieft in den nächsten Wochen noch weitermachen. Aber wer sagt, CO2 hat im Augenblick keinen Preis, der springt ja zu kurz. Im europäischen Rechtssystem ist es ja so, dass außerhalb des europäischen Emissionshandels im Effort-Sharing-Bereich wir natürlich einen CO2-Preis haben, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen. Und die Agora sagt, wir müssen 30 bis 60 Milliarden Strafen zahlen oder Emissionsrechte einkaufen oder Vertragsverletzungsverfahren haben, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen. Also hat CO2 heute schon einen Preis. Und deswegen ist es richtig, dass wir in Klimaschutz investieren und dass wir dort vorankommen und nicht tatenlos bleiben. Und dafür hat ja die SPD sehr energisch gekämpft. Ansonsten stünde das ja nicht im Koalitionsvertrag. Und ich glaube, wir mussten da unseren Koalitionspartner auch gewaltig zum Jagen tragen. Wir haben einen erheblichen Fortschritt in der Bundesregierung erreicht. Das ist beim Petersberger Klimadialog passiert. Jetzt ist das Ziel für 2050, ich glaube, da kriegen wir dann auch einen weitgehenden Konsens hierhin, Klimaneutralität. Und das ist auch richtig, weil wenn man nicht Klimaneutralität anstrebt, die 20% will dann jeder für sich haben. Jeder für sich. Deswegen ist Klimaneutralität das richtige Ziel. Allerdings von 80% auf 100% zu kommen, erfordert erhebliche Anstrengungen. Das sagt ja auch der BDI. Aber wir haben doch eine innovative Wirtschaft. Wir haben innovative Kolleginnen und Kollegen. Wir haben innovative Wissenschaftler. Das können wir doch schaffen, wenn wir das gemeinsam angehen. Und klar ist, dass wir uns in unserem Staatshaushalt, wenn wir den CO2 auf Null führen wollen, uns da nicht mit den Einnahmen planen können. Denn die Einnahmen werden ja auf Null zurückgehen in 2050, hoffentlich schon in 2040. Deswegen ist dieses Schweizer Modell der Rückführung so interessant. Aber eins ist auch klar, wir müssen uns mit den Hemmnissen beschäftigen. Was hält uns eigentlich auf? Das ist nicht nur CO2-Preis, sondern das sind auch unglaubliche bürokratische Hemmnisse für die Energiewende. Und ich kann es den Kolleginnen und Kollegen der Grünen nicht ersparen. Wir hatten ja einen Energiestaatssekretär Barke. Und ich muss hier klar von den Barke-Bremsen sprechen, die hier aufgebaut worden sind. Ein 52-Gigawatt-Deckel kommt aus dem Haus, wo er der Energiestaatssekretär war. Ausschreibungen, Ausschreibung ist doch von ihm vorgeschlagen worden. Ausschreibung für alle Windenergieanlagen hätte man Ausnahmen machen können. EEG-Umlagen bei Eigenverbrauch, EEG-Umlagen bei Power-to-X, Verhinderung von PPAs. Ja, das kommt, hat ein grüner Staatssekretär entwickelt. Und wie soll man denn als Sozialdemokrat dagegen agieren, wenn Sie dann solche Leute schicken? Das sind doch die angeblichen Fachleute. Deswegen, und das ist etwas, was ich von meinem Koalitionspartner nicht verstehe,
Warum ändern Sie denn, wo Sie dieses Haus führen, diese Politik nicht? Und da kann ich Ihnen sagen, da haben Sie die Sozialdemokraten an Ihrer Seite. Wir können da wirklich entbürokratisieren, und lassen Sie uns wieder eine Bürgerenergiewende machen, gemeinsam mit den Genossenschaften, gemeinsam mit den Unternehmern, mit den Mieterinnen und Mietern, und dann wird das auch gelingen. Und ich sage zum Abschluss: zur Sonne, zur Freiheit. Dankeschön. Dem kommen wir jetzt auch langsam näher. Vorletzter Redner in der Debatte ist Dr. Christoph Ploß für die Fraktion der